PP Autopflege Polierpoint. So, heute mache ich mal ein Experiment. Ja, ist ein Experiment. Und ja, wir nehmen heute statt Wachs, Kanauberwachs, Schuhcreme. Viele haben sich schon oft gefragt, ob ja Schuhcreme funktioniert auf Autolack. Und hier habe ich eins, ich habe mal den Hersteller abgeklebt. Und ja, Schuhcreme, das ist mit Bienenwachs und Avocadoöl. Ja gut, das habe ich jetzt zugeklebt, aber ist Avocadoöl und Bienenwachs. Das werde ich mal auf meine Testhaube ausprobieren. Das werde ich mal auf meine Haube testen. Und wie bei allen Tests habe ich die Haube entfettet. Schaut mal. Ihr seht, da ist nichts drauf. So, ich habe mal hier die Schuhcreme. Ja, sieht nicht mehr ganz so toll aus. Ist schon benutzt. Also ich benutze die Schuhcreme. Vielleicht ein Tipp. Wer Marmorfensterbänke hat, die poliere ich damit. Und dann gibt es keine Wasserflecken. Und dann glänzen die auch schon schön. So, ich habe hier ein ganz normales Auftragepad und trage das dann auf. Genauso wie ich ein normales Autowachs auftrage. Das krümmelt, weil das schon benutzt ist, das Pad. Das ist trockene Schuhcreme, die da abfällt. So, das lässt sich auftragen wie ein ganz normales Wachs. Ist zwar ein bisschen schwerfällig, so, aber funktioniert vom Auftragen her. Da gibt es schon schlimmere Wachse, glaube ich. So. Okay. Jetzt können wir das mal 5 Minuten ablüften lassen. Also wir haben jetzt 10:45, wenn ihr das so seht auf meiner Uhr, dann machen wir es 10:50. So, ich habe nochmal meinen Heizofen mal da dran gestellt und dann schauen wir ihn, ja, bis 10:50 dann. So, wir schauen uns das mal an. Ja, das wächst, ne? Richtiges Bienenwachs. Das legt sich da jetzt schön drauf. So staubig wird das, glaube ich, nicht, wie beim richtigen Wachs. Das trocknet jetzt eher. So, hier nochmal, wie gesagt, mein Heizofen habe ich jetzt da auch dabei stehen. Die 5 Minuten sind jetzt um. Wir haben jetzt 10:50, wie gesagt. Können wir mal sehen, auf die Uhr ist da. Jetzt versuchen wir das mal abzunehmen. Ich tue mal in den Ofen wieder hier runter, bevor der mir hier runterknallt. Dann schauen wir mal. Ich habe hier ein Mikrofasertuch. Und dann schauen wir. Das bremst ganz gut. Ich würde jetzt fast sagen, es ist genauso wie das Simonis, was ich jetzt die Tage getestet habe. Ihr könnt euch mal das Video anschauen dazu. Das verlinke ich euch dann. Jetzt gehe ich mal mit der anderen Seite drüber, mit der kurzen. Aber wenn es einmal schwuppt, dann. So. So. Auspolieren ist was schwierig. Wie gesagt, das ist fast wie das Simonis, was ich getestet habe. So. Ja, mal drüber gehen. Ah, bremst. Ist sehr stumpf. Glanz ist okay soweit.
Also Bienenwachs ist das und halt Avocadoöl. So, dann ziehe ich mal die Bänder ab. Ich verwerte die Bänder immer weiter. Ich klebe die immer an der Wand. Und dann kann ich die wieder benutzen. Probieren wir hier die Ränder eben. Gesagt, ich benutze nicht für die Schuhe, sondern für die Fensterbänke, für die Marmorfensterbänke bei uns in der Wohnung. Nur das Zeug, das stinkt pervers, erstmal zwei Tage oder so. Man kann es auch mit der Poliermaschine und ja, ein Fell nehmen und dann auspolieren auf der Fensterbank. Also eine Farbabdunklung erkenne ich ganz leicht. Mal gucken, ob ich das mit der Kamera einfangen kann. Ja, wir sehen, das krümmelt, wenn es trocken ist und staubig. Ich schaue mal mit der Abdunklung. Hier auf der Ecke habe ich das, glaube ich, so ein bisschen. Ja, das ist ganz, ganz leicht, ganz minimal. Können wir hier so die Ecke sehen, da. Ganz minimal. Ja, ganz minimal. So, jetzt machen wir den Beading-Test. So, wir machen jetzt den Beading-Test. Ja. Ganz interessant, Leute. Guckt mal her. Das ist doch mal was, oder? Man soll nicht sagen, dass das Schuhcreme ist, oder? Guck mal, euch. Das ganze Quadrat mal nehme. Das müsste sich jetzt hier abzeichnen dann. Ja, ihr seht ja hier drumherum hier so, da ist kein Wachs. Ja, ein paar eckige bei. Doch schon mal was aus. Warum nehme ich das auch für die Fensterbänke? Also das ist ja wegen Wasserränder, wenn man Blumen mal gießt und mal geht was daneben oder so, und dann hat man irgendwann mal Wasserränder auf der Fensterbank. Soll ich mal nochmal dran zoomen? Gucken, also nicht zu nah dran. So, also. So, ne? Ich nehme jetzt hier mal den Sprüher hier. Warte, ich mache das mal eben trocken. So, ich habe mal den Pumpsprüher. Ist auch ein ganz gutes Bild, auch Kügelchen hier so. Also schlecht ist das nicht. Da kackt jedes Autowachs ab, sag ich mal. Oder manches Autowachs kackt dabei ab bei dem. So. Wir können jetzt noch mal mit dem Wasserschlauch dran gehen. Einen Augenblick. So, hier mal mit Wasserschlauch.
nochmal zurück, damit ich die ganze Haube mal drauf habe, damit ihr mal den Effekt seht hier so. Das sieht doch cool aus, oder? So, ich habe jetzt mal die Haube, habe ich jetzt schräg hochgestellt. Jetzt machen wir nochmal das Sheeting. Ja. So, ja. Auch ganz interessant so, ne? Ja, der, hier ist die Kante. Wenn die Kante überwunden ist, dann reißt das auf. Schaut mal. Ja, jetzt gleich sofort reißt das auf. Zack, zack. Ja. Sieht doch gut aus, oder? Die Haube ist ja so trocken hier. Die ist trocken. Ja gut, jetzt habe ich nasse Finger, aber hier ist trocken. Und es bleibt auch nicht so viel Wasser tropfen über. Also da kann jedes normale Autowachs den Hut vorziehen, ne? Vor so ein Schuhcreme. Ja. Dann mache ich nochmal den Blindtest. Das dauert auch sehr lange, bis das abläuft. Wir gehen mal näher dran. Dann zeige ich euch noch mal was. Wir sehen hier die Ablaufbahnen. Wenn die Tropfen ablaufen, hier, zum Beispiel, oder hier, die sind trocken, die Bahnen sind trocken, also da bleibt nichts von zurück. Bei manchen Wachsen hat man ja doch das ganz feine Tropfen, die Bahn noch abzeichnen, aber hier ist trocken, das sind trocken, sind die, ja, die ganzen Bahnen sind trocken soweit. Also wenn man kein Autowachs hat zu Hause, dann kann man ja Schuhcreme nehmen. Wie die Standzeit ist, kann ich leider nicht sagen. Das habe ich noch nicht getestet. Aber ich weiß auch nicht, wie das im Sommer ist. Bei 40, 50 Grad, wenn es auf die Metallhaube knallt, was dann mit dem Wachs passiert, ne? Das verflüssigt sich vielleicht oder wird weich. So, wir haben die ganzen Bahnen sind trocken. Also, ich hoffe, der Test hat gezeigt, dass Schuhcreme nicht ganz so schlecht auf dem Lack aussieht. Jetzt können wir ja mal den Waschtest machen. Ich habe hier noch das Shiny Girl stehen hier. Das können wir mal machen. Hier das Shiny Garage. 3 Kappen auf 10 Liter, wie gehabt. Das ist noch vom anderen Test, habe ich das noch stehen. Gleitet ganz gut rüber. Also okay. Können wir mal mit dem Wasserschlauch rübergehen. Ja. Wird
mal hier das Rechteck. Ich find's cool. Also hält bei der ersten Wäsche. So, jetzt habe ich noch hier Mr. Pink stehen. Wir können das mal gucken, was Mr. Pink macht. Mr. Pink. Mr. Pink, 20 Milliliter auf 10 Liter Wasser. Ja, sieht doch gut aus. Hat sich nichts verändert. Mach jetzt nicht so einen harten Strahl. So. Ja, ich denke mir mal, das reicht schon mal. Also, ihr könnt ja selber gucken, ob er vielleicht mal das Schuhcreme auf das Auto schmiert. Jetzt weiß ich nicht, ob es an Schuhcreme verschiedene Sorten gibt, was jetzt da beinhaltet ist in den Schuhcremes bei den anderen Herstellern. Also wie gesagt, hier ist Bienenwachs drin und Avocadoöl. Laut Hersteller steht ja auch auf der Dose drauf. Wo habe ich sie? Ich habe hier. Das ist das Wachs Schuhcreme. 75 Milliliter. Ja, den Hersteller habe ich abgeklebt. Okay. Und so sieht es nochmal aus. Ist ein ganz weißes Wachs. Bisschen krümelig. Aber geht. So. Dann darf ich mich wieder verabschieden. Euer PP Autopflege. Ich muss euch noch an das Gewinnspiel, Weihnachtsgewinnspiel erinnern. Schaut nochmal in dem Video die Anleitung. Da erkläre ich die Anleitung. Verlinke ich euch. Und da könnt ihr einen guten Preis gewinnen. Und ja, dann verabschiede ich mich. Schönes Wochenende. Tschüss. Lasst Daumen hoch und abonniert mich, euer PP Autopflege.